Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Künftiges Gefängnis bekommt Zufahrtsstraße. Entführungsprozess vermutlich erst im Herbst. Und Wasserspiele in Mini-Zwickau. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Freitagsausgabe von Tag aktuell an einem heißen Tag in Zwickau. Die Sonne hat sich zwar vielerorts heute gar nicht oder erst recht spät blicken lassen, dafür hat sie ordentlich geheizt. Ich hoffe, Sie sind inzwischen wieder ein bisschen abgekühlt, innerlich und äußerlich. Für das künftige Gefängnis in Marienthal entsteht derzeit die Zufahrtsstraße. Sie beginnt in der Nähe der Diskothek Nachtwerk. Anfang der Woche haben die Arbeiten dazu begonnen. Zuerst musste ein regelrechter Urwald an Gestrüpp und zum Teil auch Unrat beseitigt werden. Die künftige Straße führt quer durch das Gelände. Besonders tragfähig ist der Untergrund aber nicht. Deshalb muss er mit einem speziellen Verfahren verdichtet werden, mit der sogenannten Rüttelstopftechnologie. Diese kam auch schon beim Bau des künftigen Jobcenters am Pölbitzer Platz zum Einsatz. Unter enormem Druck werden Schottersteine bis zu 8 Meter in die Tiefe gepresst, um dem Boden eine größere Stabilität zu geben. Die Bauarbeiter bereiten gerade den Boden dafür vor, dass dann die Rüttelstoffsäulen eingebracht werden können. Wir bewegen uns hier auf recht schwierigem Baugelände. Das heißt, im Untergrund war eine Lehmgrube. Die ist bereits zu DDR-Zeiten verfüllt worden mit allen möglichen, mit Müll, mit Schlacke, mit Keramik, also alles, was man damals so angefunden hat. Und das macht natürlich den Baugrund besonders schwierig. Und um den zu stabilisieren, werden auf diesem Bereich dann dieser Lehmgrube diese sogenannten Rüttelstopfsäulen eingebracht. Damit ist es in puncto Baugrundvorbereitung aber noch nicht getan. Beim Bau der Straße müssen noch weitere Gegebenheiten im Gelände berücksichtigt werden. Wir haben verschiedene Bereiche. Einmal die ganz kritischen Bereiche am Anfang hier der Baustrecke. Dort kommen die Rüttelstoffsäulen. Etwas weiter hinten werden dann der Baugrund stabilisiert mit Geogitter. Und im ganz hinteren Bereich, dann haben wir die wenigsten Probleme. Und wenn diese Vorarbeiten, diese Spezialtiefvorarbeiten dann erledigt sind, dann kommen die eigentlichen Straßenbauarbeiten, das heißt Frostschutz, Asphalt, wie das üblich ist halt im Straßenbau. Bis November soll dieser erste Abschnitt der Straße fertig sein. Bis zur Eröffnung des Gefängnisses dient sie als Baustraße. Teil 2 dieser Zufahrt ist ein schon bestehender Weg entlang des RAW-Geländes. Die stellen wir im Moment erstmal nur als Baustraße her. Das hat folgenden Grund. Der Freistaat beginnt jetzt erst mit den Planungen für die JVA. Und das heißt, es steht noch nicht genau fest, wo denn eigentlich die Zufahrt genau hinkommt zu dieser Justizvollzugsanstalt. Und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, erstmal den zweiten Bereich nur als Baustraße herzurichten, dass die ganzen Transporte über diese Straße erfolgen können. Abbruch und die Transporte dann für den Neubau der JVA. Und wenn der Freistaat dann seine Planung auf den Tisch legt, dann werden wir den zweiten Bauabschnitt ertüchtigen als Erschließungsstraße. Der künftigen Straße mussten einige Gärten und die darauf stehenden Gartenlauben weichen. Betroffen war aber nicht die gesamte Anlage. Wenn das neue Gefängnis eines Tages steht, müssen sich die verbliebenen Kleingärtner aber keine Sorgen machen, dass auf der Zufahrt zu viel Verkehr wäre. Auf dieser Straße kommt man tatsächlich nur zum Gefängnis. Und wer, außer den Justizangestellten, fährt schon freiwillig zum Knast? Ein deutschlandweit beachteter Prozess am Zwickauer Amtsgericht wegen Kindsentführung ist zunächst aufgehoben worden. Nachdem die Hauptangeklagte schon zur Prozesseröffnung am Dienstag erkrankt war, ist auch der für Donnerstag geplante Termin ausgefallen. Vor dem Richter sollten sich eine 34-jährige Vogtländerin und deren Eltern verantworten. Sie haben laut Anklage den heute 7-jährigen Sohn der jungen Frau mit Gewalt aus der Obhut des Jugendamtes geholt.
Ein heute umstrittener Gutachter stufte Claudia R. als überbehütend ein. Das Sorgerecht war ihr daraufhin entzogen worden. Bei einem der 14-täglichen Besuchstermine überwältigten die Eltern die Betreuerin des kleinen Jungen und verhalfen ihrer Tochter zur Flucht ins Ausland. Der Anfang des Falles liegt einige Jahre zurück. In einem familiengerichtlichen Verfahren musste geklärt werden, ob Claudia R. das Sorgerecht für ihren Sohn behalten darf. Im Rahmen des Verfahrens wurde ein Gutachten eingeholt. Das damalige Amtsgericht hat sich der Auffassung des Gutachters angeschlossen und kam im Ergebnis der Beweisaufnahme zu der Schlussfolgerung, dass die Mutter derzeit das Sorgerecht nicht ausüben darf. Das Sorgerecht wurde dem Jugendamt übertragen und das Kind kam in eine Pflegefamilie. Dagegen versuchte sich die Angeklagte Claudia R. zu wehren, bis hin zu einer Verfassungsbeschwerde, mit der sie allerdings scheiterte. Zusammen mit ihren Eltern plante sie schließlich, ihren Sohn mit Gewalt an sich zu reißen. Am 15. August 2013 setzten die Angeklagten ihren Plan in die Tat um. Die Anklageschrift liegt den Eltern konkret zur Last, dass der Opa des Kindes eine Frau des Jugendamtes festgehalten haben soll in ihrem Stuhl, um zu verhindern, dass diese aufspringt und die Kindsmutter und das Kind aufhält. Der Oma des Jungen wird zur Last gelegt, sich vor die Tür gestellt zu haben, die Tür versperrt zu haben. Später auch soll sie den Mund der Frau zugehalten haben, damit diese nicht um Hilfe rufen kann. Das Ganze soll 20 Minuten gedauert haben, ehe dann die Mitarbeiterin des Jugendamtes wieder den Raum verlassen konnte. Die heute 34-jährige Angeklagte setzte sich danach ins Ausland ab und hielt sich laut Anklageschrift die überwiegende Zeit in Slowenien auf. Knapp 5 Monate später, am 17. Januar 2014, stellte sie sich den Behörden. Das Gesetz sieht eine Mindeststrafe von Geldstrafe bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe vor. Die Staatsanwaltschaft ging vorliegend davon aus, dass das seelische Wohl des Jungen, möglicherweise auch seine Gesundheit, durch die ganze Geschichte beeinflusst sein könnte. Das sieht ein erhöhtes Strafmaß von einer Mindeststrafe von 1 Jahr vor. Wegen der Erkrankung der 34-jährigen Frau muss nun ein neuer Verhandlungstermin gefunden werden. Laut Gericht möglicherweise bereits im September. Werbung. Herzlich willkommen beim Homecare Service Treitschke, dem kompetenten Partner, wenn es um Ihr Wohlbefinden geht. Sie finden uns mit unserer Firmenzentrale und dem Sanitätshaus am Schlobigplatz in der Thomasmannstraße 2. Als Partner aller Krankenkassen kümmern wir uns, wenn es in Ihrer Familie gesundheitliche Probleme gibt. Auch die Klärung bürokratischer Belange gehört bei uns zum Tagesgeschäft. Außerdem bieten wir Komplettleistungen rund um die häusliche Pflege an. In unserem Homecare-Bereich unterstützen wir Sie mit ableitenden und saugenden Inkontinenzhilfen, moderner Wundversorgung sowie mit Tracheostoma-Materialien. Zusammen mit der enteralen Ernährung und der Stoma-Versorgung sind wir seit mehr als 20 Jahren für Sie unterwegs. Unsere fachlich kompetenten Mitarbeiter nehmen sich Zeit für Sie. In unserer modernen Orthopädiewerkstatt am Standort Thomasmannstraße gehen wir minutiös auf Ihre Bedürfnisse ein. In den modernen Werkstätten unserer Orthopädietechnikabteilung fertigen wir für Sie individuell Hilfsmittel für alle Körperbereiche. Ob Bandagen, Schuheinlagen, Orthesen oder Prothesen, alles wird individuell auf Sie zugeschnitten und Ihren Bedürfnissen angepasst. Mit modernster Computertechnik unterstützen wir dabei den Fertigungsprozess. In unserer Reha-Werkstatt an der äußeren Dresdner Straße halten wir das komplette Angebot von Gehhilfen über Rollstühle bis hin zum Badewannenlift für Sie bereit. Wir befinden uns also hier im Reha-Team der Treitschke GmbH. Wir kümmern uns also besonders um die Hilfsmittel bei Entlassung aus der Klinik. Im häuslichen Bereich. Wir sind also ein Logistikunternehmen, wir versorgen Sie zu Hause. Wir haben also von Rollatoren über Treppensteiger, Treppen müssen bewältigt werden, Fahrzeuge. Wir haben also hier die komplette Versorgung, Werkstatt und betreuen Sie zu Hause und betreuen Sie also rund um die Uhr mit Reha-Technik. Mit Fingerspitzengefühl und Sensibilität unterstützen Sie unsere Mitarbeiter beim Einsatz und der Handhabung sämtlicher Hilfsmittel in der häuslichen sowie stationären Pflege. Auch am Standort Eckersbach in der Scheffelstraße 46 sind wir mit unserem Sanitätshaus und Gesundheitszentrum präsent. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr unter 0375 27 21 590 erreichbar.
Unser Motto: Beginnen Sie den Tag mit einem Lächeln. Denn Lächeln ist gesund. Treten Sie ein in eine spektakuläre Welt. Spektakulär. 20 Jahre Fliegende Sachsen. Eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Theater Plauen-Zwickau am 10. Oktober in der Stadthalle Zwickau. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Hierher komme ich natürlich erstens mal, weil es sehr, sehr schön ist. Und damit man fit bleibt, mit in unserem Alter, da kann es schnell mal passieren, dass man nicht mehr so kann. Aber hier, das hält ihn wirklich richtig fit und schön stabil. Und dann ist es natürlich auch das ganze Fluidum wunderbar. Schöner kann es ja gar nicht sein. Man kennt sich ja und da gibt es anschließend mal immer mal ein schönes Wort und eine Rederei, einen Meinungsaustausch. Also besser kann man sich gar nicht vorstellen. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bekenne Farbe. Eck mal wieder an. Sag ja zu mehr Charakter. Der Citroën C4 Cactus. Jetzt mit Vollkaskoversicherung inklusive Haftpflicht für 19,90 Euro im Monat. Le cœur, le caractère. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt.
Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann. Und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Gestern Abend ging eine Frau mit ihrem Hund in Eckersbach spazieren. Auf dem Lunigweg bemerkte sie, dass ihr Vierbeiner an einem Baum etwas gefressen hatte und sah dort zwei Hackfleischklumpen liegen. Bei genauerer Betrachtung des Fleisches konnte sie feststellen, dass weiße Tabletten eingearbeitet waren. Nachdem der Hund plötzlich zu hecheln begann, wurde er sofort zu einem Tierarzt gebracht. Durch die schnelle Behandlung des Chihuahua konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Leitungsmitglieder des Theaters Plauen-Zwickau haben sich in einem Brief an die beiden Oberbürgermeister gewandt. Darin appellierten sie an die Stadtoberhäupter, bei der Geschäftsführersuche besonnen zu handeln und keine übereilte Entscheidung bei der Neubesetzung des Postens zu treffen. Die Mitarbeiter des sich in einem Umstrukturierungsprozess befindlichen Hauses seien nach dem plötzlichen Weggang von Volker Arnold verunsichert. In dem Schreiben an die Oberbürgermeister und den Aufsichtsrat wird noch einmal eindringlich darum gebeten, das Angebot des Generalintendanten anzunehmen. Roland May hatte vorgeschlagen, vorerst mit der Controllerin Sandra Kaiser die Geschäftsführung für das Vierspartenhaus zu übernehmen. Nur so könnte ein adäquater Geschäftsführer gefunden werden, der auch die nötige Qualifikation besitze. Voraussichtlich Ende Juli beginnt die Stadt mit dem Abriss der Gebäude Pölbitzer Straße Nummer 18 und 20. Beide viergeschossigen und eine Einheit bildenden Mietshäuser gehören der Stadt und werden von der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau verwaltet. Erbaut wurden sie zwischen 1901 und 1918. Eine Vermarktung beider Gebäude, die nicht unter Denkmalschutz stehen, blieb erfolglos. Die Häuser stehen seit mehr als 15 Jahren leer. Eins hat zudem einen Brandschaden. Nach Angaben der Stadt würde sich eine Sanierung nicht lohnen, deshalb nun der Abriss, bezahlt mit Fördermitteln aus dem Programm Stadtumbau Ost. Während der Baumaßnahme kann es für Fußgänger kurzzeitig zu Einschränkungen kommen. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Am Sonntag startet zum 5. Mal die August-Horch-Klassik zu ihrer Tagesausfahrt. Diesmal geht es durchs Vogtland. Bei den Veranstaltern, dem MC Zwickau und dem August-Horch-Museum, laufen die Vorbereitungen seit Wochen auf Hochtouren. Aufgrund der enormen Resonanz wurde das Starterfeld auf 140 Pkw und 30 Motorräder erweitert. Über 50 Vorkriegsfahrzeuge werden zu bewundern sein. Neben dem Start um 9.01 Uhr am August-Horch-Museum in Zwickau werden die historischen Automobile unter anderem am Bergbaumuseum Reinsdorf, an der Wache in Greiz und auf dem Schloss Burg zu bewundern sein. Am Ende der ersten Ferienwoche fand heute in Mini-Zwickau ein großes Sportfest statt. Über 30 Nationalmannschaften traten beim Olympischen Tag in insgesamt 6 Disziplinen gegeneinander an. Dabei spielte das Thema Wasser eine besondere Rolle. So mussten sich die Einwohner der Spielstadt unter anderem beim Gummistiefelweitwurf und Schwimmflossenwettlauf messen. Zudem hatten die Kinder die Aufgabe, einen Apfel aus einem kleinen Bassin zu fischen. Die Schwierigkeit, dafür durfte nur der Mund benutzt werden. An einer weiteren Station wurden die Mädchen und Jungen richtig nass. Hier sollte ein Ball aus einer Säule geholt werden und das möglichst schnell. Dabei war Teamgeist gefragt. Während ein Mannschaftsmitglied die Säule mit Wasser befüllte, mussten die anderen die undichten Stellen abdecken. Auf Geschwindigkeit kam es auch bei der Rollstuhlstaffel an. 4 Kids bewältigten dabei nacheinander eine kurze Strecke mit den Rollis. An der letzten Station war vor allen Dingen Sprungkraft gefragt. Beim Dreierhopp versuchten die kleinen Athleten, eine möglichst große Weite zu erzielen.
Die Spielstadt öffnet noch einmal in der kommenden Woche, jeweils von 9 bis 16 Uhr, ihre Tore. Am Montag sollen die Gewinner des Sportfestes bekannt gegeben werden. Außerdem steht ein Rathausbesuch bei Finanzbürgermeister Bernd Mayer auf dem Programm. Italienische Händler betreiben vom 20. bis zum 24. Juli in Zwickau einen großen Markt und sorgen für einen kulinarischen Vorgeschmack, vielleicht auch auf ihren Urlaub. Auf dem Hauptmarkt werden Spezialitäten aus verschiedenen Regionen des Stiefels angeboten, von Trüffelprodukten aus dem Piemont bis hin zu Marzipanfrüchten von der Insel Sizilien. Besucher können sich wie in Bella Italia fühlen und schauen, probieren, genießen und natürlich auch kaufen. Der italienische Mercatino ist jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Werbung. Die Rockerrente rückt näher, aber einmal kommen die Pudis noch nach Zwickau. Zur Abschiedstour Open Air auf der Freilichtbühne am Schwanenteich. 22. August, 20 Uhr. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen und den Tickethändlern im Internet. Ja, ich möchte euch alle einladen zu unserem Konzert, zu unserem Abschiedskonzert am 22.08. auf der Freilichtbühne in Zwickau. Bis dahin haltet durch, eure Maschine. Day Spa Zwickau, ein bunter Strauß schöner Ideen. Für schöne glatte Haut, Waxing im Day Spa. Einmal ein kurzes Ziepen und bis zu 6 Wochen stoppelfreie, gepflegte Haut. Day Spa Zwickau, die schönsten Ideen für einen schönen Tag. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank, Zufahrt über Lothar-Streitstraße. Im Netz unter www.dayspa-zwickau.de. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602 6342. 40 Jahre Wahnsinn. Der Liedermacher Konstantin Wecker feiert dieses runde Bühnenjubiläum auch in Zwickau. Am 17. Juli live mit Band im Konzert- und Ballhaus Neue Welt. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder den Tickethändlern im Internet. 40 Jahre Wahnsinn. Konstantin Wecker und Band. 17. Juli. Neue Welt. Jetzt am Start. Die noch schnellere Zweierkombi von Telekolumbus. Die Spannung steigt. Internet-Flatrates mit bis zu 150 Megabit. Bahnfrei. Und dazu die super günstige Telefon-Flatrate. Alles für nur 19,99 Euro im Monat. Jetzt auch mit Tablet-PC. Bestellen Sie jetzt unsere Doppelflat unter www.telekolumbus.de oder in Ihrem Telekolumbus-Shop. Telekolumbus. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Dr. Grünwald, was ist denn das Besondere an Rosaxan? Rosaxan enthält sehr viele Hagebutten. Die sind reich an Mangan. Das brauchen wir für die Bildung des Bindegewebes und für den Erhalt der Knochen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Martin und Schwedler. Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich
schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Zocken. Es ist ja tatsächlich was Brot. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Die mit der Polizei und dem Mitteldeutschen Rundfunk abgestimmten Ansetzungen für die ersten 9 Spieltage der Regionalliga Nordost 15-16 wurden am Mittwoch terminiert. Dabei ergaben sich geringfügige Abweichungen zu den Absprachen bei der Staffeltagung, die aufgrund der Vorgaben der Polizei nach dem Feststehen des Spielplans der dritten Liga entstanden sind. Für den FSV Zwickau hat dies zur Folge, dass das Heimspiel gegen Neustrelitz von Samstag, dem 19. September auf Sonntag, den 20. September verlegt wurde. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Das Wetter wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Der Samstag beginnt sonnig. Später sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Es bleibt weiterhin sehr warm, mit Spitzenwerten um 30 Grad. Dazu weht ein auffrischender Westwind. Und die Aussichten: in den nächsten Tagen muss mit Niederschlägen gerechnet werden. Erst am Dienstag setzt sich die Sonne wieder häufiger durch. Es bleibt schwül bei maximal 29 Grad. Tja, meine Damen und Herren, das war's für heute und für diese Woche. Das Wochenende, es winkt über den Zaun herüber. Und wenn ich das Wochenende so sehe, dann kann ich nur sagen, Achtung, Kultur. Genau, Kultur gibt es bei uns am Wochenende. Dann geht es in unserem Kulturmagazin um die Saxoniade. Außerdem senden wir eine Langfassung eines Berichts über Sommer am See. Also es wird ein interessantes Wochenende mit hoffentlich heißen Temperaturen und wenig Gewitter, damit der Fernsehempfang auch nicht gestört ist. Ich darf mich bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns übernächste Woche wieder. Am Montag steht an dieser Stelle Udo Rupkalvis. Ciao und tschüss. Television Zwickau.